Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Geisterjagd seid. Ja, Lieben, heute zum Jubiläum der 250. Folge geht's auf den Campingplatz, denn mehr kann sich unsere kleine Geisterjägerfirma nicht leisten. Hier wartet ein super aggressiver Geist auf uns und der hat folgende Aufgaben mitgemacht: Bringen Sie einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen, reinigen Sie Bereiche jedes Geistes mit Räucherstäbchen und lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Unser Geist heißt William Miller. Okay, William Miller, Generator ist ganz da hinten bei den Pavillons. Alles klar. So, wir nehmen erstmal einen Schlüssel mit für unseren Campingurlaub. Ich meine, immerhin, das ist überhaupt, ne, bei unserer kleinen Geisterjägerfirma. Ich meine, letztes Jahr war Weihnachtsfeier am Kiosk. Da ist halt nicht viel möglich bei uns hier. Deswegen geht es heute zur 250. Folge raus auf den Campingplatz. Wir nehmen uns mit in EMF und. Taschenlampe haben wir schon und Thermometer, weiß ich gar nicht, wie gut das hier draußen funktioniert. Wir nehmen uns erstmal ein Fotoapparat noch mit. So, Ton an. Kurz mal gucken, was müssen wir eigentlich machen nochmal? Reinigen. Kerze. Geister-Event. Alles klar. Und wir gehen erstmal nach hinten zu den Pavillons. Auf geht's. Erstmal Strom anmachen. So, EMF an. Taschenlampe an. Kein Problem. Harmloser kleiner Campingplatz. So, aber schon erstmal gleich hier beide Seiten auf. Sehr gut. So, auf geht's. Luther, wir gehen erstmal Strom anmachen. Strom anmachen ist immer gut. Erstmal Licht anmachen. Können wir hier wenigstens Lichterketten anmachen? Schon mal gucken, welche Zelte alle zu sind hier. Oh, hier ist eins offen. Muss aber nichts heißen. Wir machen es erstmal wieder zu, würde ich sagen. So, zu. Hallo? Waren wir das jetzt selber oder was war das für ein Geräusch? William Miller, gib uns mal ein Zeichen. War es hier gerade kalt? Oder ist der Geist an uns vorbeigeschlichen mit seinem Geisternebel? William Miller, gib uns mal ein Zeichen, bist du hier? Der läuft schon mal. Fragen wir erstmal hier ein bisschen rum. Mal sehen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Mal sehen, ob er irgendwas bewegt. Irgendwas hat geknackt auf jeden Fall. Oder das war hier der von so einem Zelt hier. Nee, da ist noch zu. William Miller, wo bist du? Gib uns mal ein Zeichen. Hier ist alles ganz ruhig. Bist du hier? Oh, Marshmallows, lecker! Ich glaube, wir bleiben hier. Hier gibt es mal. Knack, na? Wir bleiben doch nicht hier. Wir gehen noch mal ein Stück zurück. So, die sind alle noch zu. Zu, zu. Ah, war das. Auch zu. Oh. Das haben wir nicht angemacht. Sehr schön. Das Zelt ist aufgegangen. Okay. Hier mit dem Spielzeug drin. Super. Macht es überhaupt nicht mehr unheimlich als Ah ja. EMF5. Direkt hier vorne. Können wir da. Wow. Du hast doch gerade noch was durch die Gegend geschossen hier. Einmal den Fußball und einmal den Football. Beides. Guckt euch an. Fliegt auch der Baseballschläger hinter uns her. Ich glaube, wir sind hier nicht so. Ich glaube, der Geist möchte seine Ruhe haben. Vielleicht sollten wir einfach wieder gehen. So, der schleicht auf jeden Fall hier rum. Ist hier drin vielleicht noch kalt? Ganz ruhig. Ganz ruhig. William Miller. Alles wird gut. Guck noch einmal, ob du hier drüben unterwegs bist. Nee. Okay, EMF5 und der Geist macht das Licht an. Könnt ihr ja theoretisch dann schon mal für einen Djinn sprechen. Halt, bleibt mal richtig rumliegen hier. Seit wann hüpft denn das so komisch? Ah, okay. Fotoapparat. Wo sollen wir hier eigentlich den Knochen und einen verfluchten Gegenstand finden auf diesem riesigen Campingplatz? Oh, kalt! Kalt, kalt!
Nee, 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 nee. Wollte er gerade das Zelt zumachen? Nix da. Ich glaube, der wollte gerade das Zelt zumachen, wenn wir da hinten drin sind. Nee, nee, Moment. Wir gehen erstmal einmal ganz kurz hier gucken. Vielleicht ist der Knochen ja schon hier irgendwo. Dann haben wir Glück. Was ist das? Ein paar alte Zahnbürsten. William Millers alte Zahnbürsten. Sonst nix. Okay. Einmal hinterm Schuppen rum. Hier nochmal reingucken. Und dann gehen wir gleich erstmal raus. Sanity-Check machen. Ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen schon eine erste Mutdröhnung. Hallo? Ich glaube, er hat das Licht wieder ausgemacht jetzt. Nee, irgendwas macht doch hier noch ein Geräusch jetzt. Nee, er hat noch irgendwas angemacht. Da, der Gaskocher läuft. Sag, ich höre doch irgendwas hier. Jetzt ist so, vielleicht kriegen wir noch eine Interaktion. Mach den aus, gefährlich. Wenn da nichts draufschiebt und den so einfach laufen lässt. Hallo? Ich glaube, er hat mich in den Ring geworfen. Vielleicht will er uns einfach nur ein bisschen einladen. Hier sagt er, ich mach schon mal, stell schon mal gleich, mach schon mal eine Dose Boden fertig. Und in der Zwischenzeit können wir hier mit den Ringen ein bisschen werfen oder so. Alles klar, wir sind erstmal raus. Christopher Miller. Nee, wir sind erstmal raus. Wir sind erstmal raus, bevor wir irgendwo anders hingucken. Super. Hier ist... Oh, guck ich erstmal an. Aber Sanity geht noch. Das war noch kein Geister-Event. Ich fand das schon sehr Geister-Eventig. Na gut. Okay, Sanity 79. Aktivität ziemlich hoch. Und wir... Oh, wir haben ja auch schon... Es war auf jeden Fall kalt im Zelt. Und er hat sofort ein EMF 5 gezeigt. Gin, Shade, Oni, die Zwillinge. Ich würde ja fast auf den Gin tippen. Weil er die Lichter anlässt, hier vorne. Was macht denn der Gin noch? Fingerabdrücke. Oh, das wird natürlich schwierig. Wir nehmen aber mal eine Lampe mit Fingerabdrücke und... Was nehmen wir denn, noch mit? Was hatten wir noch dabei? Oni. Guck mal kurz, was der Shade und der Oni und die Zwillinge. Zwillinge war Geisterbox. Dann nehmen wir die nämlich noch einmal mit. Und fragen, vielleicht sind es auch die Zwillinge, weil gegenüber das Zelt hat er auch aufgemacht. So sieht's eigentlich ganz nett aus. So beleuchtet. Wir kommen nochmal rein, William. Auf jeden Fall ist er ordentlich aktiv. Aber das hat drüben hat er auch aufgemacht, bin ich der Meinung. Müssen wir eigentlich Licht wieder... Licht erstmal ausmachen, damit das hier geht, ne? Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Nee. Ich würde sagen nicht, wir fragen hier draußen nochmal. Bist du hier? Müssen ihn dazu bringen, das Licht nochmal anzumachen. William Miller, gib uns mal ein Zeichen. Kannst du das Licht anschalten? Hallo? William? Nicht von der Rückseite anschleichen oder so eine Sachen. Nur einfach Licht anmachen. Wäre super. William Miller, gib uns mal ein Zeichen. Und schalte das Licht an. Mal auf den Zelten kann man ja hier keine Fingerabdrücke bekommen. Machen wir sein Zelt erstmal zu, mal sehen, ob er es wieder aufmacht. Aber da kriegt man ja keine Abdrücke drauf. Gib uns mal ein Zeichen. Oh, 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 es zeigt sich was. Hier. IMF3, erst wird irgendwas da drin rumgeworfen. Die Dose mit den Bohnen hat er runtergeschmissen jetzt. Er sagt, guten, jetzt keine Bohnen. Wenn du den Gaskocher ausmachst, schön, fallen die Bohnen eben aus. Mag er nicht, er mag seine Bohnen. Er mag nicht, wenn die Bohnen ausfallen. Oh, 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 oh. Generator ist aus. Lampe an, dafür. Und raus, und raus. Das spricht wieder gar nicht für Gin. Nicht hinterher kommt zum LKW. LKW ist Sperrzone, darfst hier nicht rein. Darfst hier gar nicht rein. Darfst hier nicht mal in die Nähe, darfst hier nicht.
So, gut, dann vielleicht kein Gin. Das macht der Uni. Dots-Projektoren. Und der Shade hat man noch. Wo ist der shadige Shade da? Geisterbuch. Okay, dann nehmen wir das mit rein. Und Dotsies. Und gucken mal. Halt, Sanity war noch gut, ne? Ja, nee, ist überhaupt nicht. Ist nicht mehr im guten Bereich. Nimm mal hier so eine Dröhnung. Bei so einem aggressiven, aktiven Geist. Und rein geht's. Mein Katzenrasser, der da im Zelt durch die Dots flitzt. Wir müssen den Generator erstmal wieder anmachen. So. Moment, ist hier noch kalt drin? Ich esse nicht. Oh. Oh. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich glaube, er ist umgezogen. Ungünstig. Ja, ich würde sagen, er ist umgezogen, Leute. Der hat noch die Bohnen durch die Gegend geschmissen und dann ist er abgehauen. Müssen wir ihn erstmal wiederfinden. Das ist überhaupt nicht gut. William Miller, wo bist du jetzt hin? Nee. Nee. Was war das? Hat er irgendwo noch eine Tür aufgemacht? Mal gucken, ob er hier rüber gegangen ist. Vielleicht ist er hier rübergegangen zum Duschen, sagt er. Nee. Oder war das jetzt hier hinten? Gar nicht gut, können wir vielleicht nach Hause fahren? Er ist umgezogen. Hallo? Der ist genau hier, Leute. Der ist jetzt genau hier vor der Tür. Warum? Warum? Hier vielleicht auch noch drin? Nee, genau hier vorne. Der hat hier was runter. Er hat wieder den Gaskocher angemacht, im anderen Zelt. Was denn nun? Wo ist er denn nun? Zwillinge. Da kriegen. Wow. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Die Tür ist noch auf, ist keine Jagd. Wir gehen nochmal in die andere Richtung. Können wir vielleicht jetzt nach Hause fahren? Wir lassen die mal hier liegen. Licht an. Licht an. Raus, 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 raus. Hat er. Schreib mal was in das Buch. Nee, er ist hier vorne. Und im Zelt. Oder? Keine Ahnung. Das wird natürlich jetzt super schwierig, hier zu sehen, ob der hier durch die Dots irgendwo läuft. Okay, aufstellen, die zweiten. Oh, jaut. War das jetzt ein Geister-Event? Das war aber jetzt ein Geister-Event. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt aber sehr geister-eventig. Räuchern. 86. Super Aktivität. Wir brauchen das. Und wir brauchen noch ein Buch. Das legen wir nochmal ins Zelt rein. Aber er schleicht jetzt hier rum, Leute. Ja, hier ist es frostig. Okay. Okay. Buch hier hin. Wenn du hier bist, kannst du da einmal durchlaufen. Hier ist auch kalt. Ich glaube eher, dass es doch der Djinn ist. Wir müssen nochmal Fingerabdrücke von dem bekommen. Nein, da ist er! Da läuft er! Da flitzt er! Alles klar! Raus, 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 raus! Eintragen. Ist doch durch die Dots gelaufen. Wir haben Oni, Leute. Okay, hatten wir lange nicht. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch räuchern und Kerze noch.
Und Knochen haben wir noch nicht fotografiert. Und wir haben auch noch keinen verfluchten Gegenstand gefunden. Müssen wir auch nochmal suchen. Okay, wir nehmen erstmal mit rein Räucherstäbchen zur Beruhigung. Da vielleicht beruhigt er sich ja mal ein bisschen. Dann kannst du hier bleiben, Buch. Du kommst mit. Alles klar, auf geht's. So. Dann hier einmal die Abräucherung. Ich hoffe, er ist da irgendwo durchgeschlichen. Raus, raus, raus. Gucken. Wir haben ihn nicht erwischt. Mist. Nochmal rein. Also warten, bis wir ihn da vorbeilaufen sehen und dann zünden wir schnell an. Mach nochmal kurz aus hier. Weil dann muss er ja gerade hier sein, wenn er dann, wenn wir ihn hier vorbeilaufen sehen. Wir machen auch nochmal hier eine Runde. Licht an. Einmal durchs Zelt an seinem Gaskocher vorbei. So. Und wieder raus. Raus, 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 raus. Das Gute ist, dass hier vorne ist, da können wir alles schon mal so auf kurze Entfernung erledigen. Müssen nur noch einmal reinschleichen. Nee, guck mal, Leute, wir erwischen den nicht. Wo schleicht denn der rum? Nehmen wir erstmal eine Kerze mit rein. Aber er ist doch jetzt gerade hier vorne lang gelaufen. Es ist immer noch kalt hier. Hallo? So, stellen wir die mal hier hin. Die können wir erstmal wegnehmen. Weg mit dir. Weg mit dir. Hier ist doch alles kalt. Raus, raus, raus. Raus, raus. So, Kerze steht da. Wir stellen noch eine auf. Anzünden. Raus hier. Die stellen wir. Bis wohin ist denn das kalt? Mehr hier drüben. Nee, der ist jetzt schon wieder umgezogen. Doch, Leute, der ist schon wieder weiter. Was ist das für ein Geist? Ich will nach Hause. Können wir vielleicht fahren? Wir wissen ja, was für ein Geist das ist. Setzt euch zurück in sein Zelt. Der jetzt wieder hin. Hier vorne ist er jetzt nicht mehr. Hallo? Nee, Leute, der ist nochmal weiter. Vielleicht ja jetzt in die Dusche? Oder auf Toilette? Vielleicht muss der mal ganz dringend. Nix. Wie weit können die sich bewegen? Auf einer Wandertour. Nicht, dass er jetzt ganz, ganz woanders hin ist. Ich will nach Hause. Es gefällt mir nicht. Er lockt uns immer weiter hier rein mit seinem. Dass er ewig. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Die Position verändert. So, hier ist er ganz. Ganz sicher nicht. Können wir das Feuer nicht eigentlich anmachen hier, wenn wir ein Feuerzeug haben? Doch, ne? Ah, guck mal. Gemütlich. Machen wir uns erstmal schnell ein paar Marshmallows fertig in der Zwischenzeit. Wie den Christopher hier durchs Camp schleicht. Christopher, sag ich schon. Williams. William Miller, so rum. Guck dich an, habe ich die ganzen Namen von den Geistern. So, Strom erstmal wieder an. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist, Leute. Ich will nach Hause. Gar kein gutes Gefühl. Wahrscheinlich ist er jetzt ganz hinten am. Moment, ist da hier das Licht wieder angemacht? Hier drin. Ist er doch wieder in seinem Zeltchen zurück? Nee. Raus, raus, raus. Safety check. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Raus, 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 raus. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder hin ist. Aber eigentlich ist es auch egal, wo er ist. Wir wissen zumindest, was für ein Geist es schon mal ist. Es ist einfach schon mal eingetragen. Ist auch alles eingetragen. Okay. Sanity geht noch. Wir nehmen mit nochmal eine Kamera und schleichen wie immer nach hinten zum Haus.
Vielleicht gehen wir ein bisschen die Knochen noch und gucken, ob da irgendwo ein verfluchter Gegenstand rumliegt. Vielleicht laufen wir auf dem Weg ja auch noch William über den Weg. William Miller, wenn du hier bist, gib uns doch mal ein Zeichen. Aha, aha, aha. Hier hat er Sachen vom Tisch geschmissen. Hier ist auch wieder frostig. Er ist hier hinten. Tatsächlich am Haus. Irgendwo ist da drin gerade ganz ungünstig geflackert. Wir kommen mal rein. Und er kommt hinterher. Mach das an hier. Er war auf jeden Fall draußen. Vor der Tür war es gerade eben noch kalt, genau. Okay, hier hinten schleicht er rum. Nee, das ist nix. Da liegt auch nix. Wir gucken mal ganz kurz oben. Und dann kommen wir noch mit Räucherstäbchen her und mit einer Kerze. Aber Kerze haben wir sogar schon dabei. Oder? Ach nee, habe ich alles weggetan. Na gut, wir haben nichts dabei. Kein Problem. Ja, kein Problem. Kein Knochen hier. Hier auch nichts. Nee, was ist das? Auch nichts. Alles klar. Ich bin total dafür, dass wir jetzt hier ganz schnell verschwinden. Ganz, ganz schnell. Wir holen noch die Kerze hier, räuchern hinten noch einmal rum. Und dann müssen wir ganz schnell weg. Gar kein gutes Gefühl mehr, dass wir hier noch so lange rumlaufen. Hallo? Ich glaube, irgendwer läuft draußen ums Haus. Spieluhr! Da steht eine Spieluhr! Nee, nee. Nee, nee, nee. Und hier ist auch noch Knochen. Jetzt haben wir doch alles. Abfahrt. Und er ist hier. Laufen, 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 laufen. Lauf, lauf, lauf. Jetzt lauf doch! Laufen sollst du. So. Schnell, wo hat man noch eine Kerze hingestellt? Hier. Anmachen. Mitnehmen. Bis da hinten ist er hin. Guck mal, der hat zweimal die Position gewechselt. Das haben wir auch nicht so oft, dass die Geister so oft irgendwie überhaupt über ihren Zimmer wechseln oder ihren Ort, wo sie sich aufhalten. Zimmer ist es ja hier nicht. So. Jetzt bist du aber noch hier geblieben. Habe ich die Tür aufgelassen? Kann sein. Muss nicht sein. Nee, hier drin ist er nicht. Wo ist der denn jetzt wieder hin? Der ist schon wieder weiter. Kurz gucken. Nee, Leute, der ist auch nicht mehr hier. Ich will weg. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Der lockt uns nur in eine fiese Falle. Wir haben noch Fotos gemacht. Verfluchten Gegenstand gefunden. Und raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Müssen wir nicht unbedingt... Müssen wir... Nee, nee, nee. Ich hab kein gutes Gefühl. Das geht da hinten los. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Wer weiß vor allem, wo der jetzt schon wieder rumschleicht. Der kann ins Haus gelaufen sein oder ganz woanders hin. Guckt euch auch mal die Aktivität an. Ich will nach Hause. Man muss nicht immer, das sind optionale Ziele. Wir haben also auch immer die Option frei, hier um Knopf zu drücken. Das machen wir jetzt mal. Wir nehmen auch einfach nochmal so, nur für uns. Nochmal eine Mutdröhnung. Abfahrt. Eingetragen haben wir alles. Und ein paar Fotos mal gemacht. Reicht für einen kleinen Campingausflug. Der William Miller. Hatten wir lange nicht einen Geist, der so oft die Position wechselt. Finde ich aber auch gut. Okay, wir waren auf jeden Fall richtig mit dem Oni. $210 haben wir verdient. 100 die Erfahrungspunkte, ist doch auch in Ordnung. Wir waren 9 Minuten im Licht, 13 Minuten dunkeln, 4 Minuten im Geisterzelt, 18 Minuten
im Campingplatz und insgesamt etwas mehr als 20 Minuten auf der Jagd. War auch wieder ein bisschen schwierig. Ein Geisterereignis kam mir mehr vor, null Geisterjagd kam mir auch mehr vor und 52 Geisterinteraktionen. Die hat ganz schön viel rumgeworfen. Auf jeden Fall ein aggressiv aktiver Geist. Wie immer, es war einiges los auf unserer Jagd. Und wie immer sage ich, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Camping-Geisterjagd gefallen, mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten drüber freuen. Ansonsten, ihr Lieben, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.